Am Dienstag ist der deutsche Schlagerstar der Costa Gordalis im Alter von 75 in seiner Wahlheimat Mallorca gestorben. Damit verstummt nicht nur eine grosse deutsche Schlagerstimme, sondern auch ein Unterhalter, einer, der mit seiner lebensfrohen Art seine Fans bis zum Tod hat begeistert. Jetzt zur Marianne Gatom. So dürfte euch die aufgestellte Bündner Schlagersängerin noch bestens in Erinnerung sein. Diese Bilder gehören allerdings der Vergangenheit an. Seit sie vor 7 Jahren nach Florida ist ausgewandert, hat sich nicht nur ihr Musikstil verändert, sondern sie kommt auch sehr amerikanisch daher. Das haben wir diese Woche festgestellt, als sie anlässlich von ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum wieder einmal in der Schweiz auftreten. Und wir bleiben noch gerade bei der Musik und kommen zu einem Appenzeller Newcomer, nämlich Marius Bär. Wir haben einen besonderen Bär im Bündnerland gesichtet und haben ihn bei seinem Auftritt in Arosa begleitet. Vom Bündnerland in die Ostschweiz, dort hat letztes Wochenende das Open Air St. Gallen stattgefunden. Und das hat den Auftakt gebildet von unserer Berichterstattung über die Schweizer Sommerfestivals. Für einen persönlichen Einblick in das Open Air können zu geben, haben wir auf unserer Redaktion nicht lange müssen suchen. Das ist nämlich das Lieblingsfestival von unserem Redakteur, Harry Strehl. Ich hoffe, ihr könnt auch nicht genug bekommen. Seid morgen wieder mit dabei, um 20 vor 7 Uhr bei Glanz und Gloria hier auf SRF 1. Dann gibt es weitere Geschichten von spannenden Gesichtern. Jetzt aber zuerst einen erholsamen Sonntagabend und auf Wiedersehen miteinander.